Er hat ihnen zu schaffen gemacht. Und dann ist er unterwegs, der Benedikt Doll. Wird hier angefeuert. Viele deutsche Fans heute hier reingekommen. Johannes Tinius Bö ist losmarschiert mit der 2. 5 Sekunden sind's. Und wir sind gespannt, ob der Norweger gleich versucht, sich ranzusaugen, mitzugehen. Wir haben es ja gehört, in der Taktik von Siegfried Massé bis zum zweiten Schießen vielleicht eher nur mitgehen und dann schauen, wie die Lage ist und was passiert. Und diese ersten beiden Schießen müssten ja auch absolviert werden. Und da sind wir vorhin schon ein wenig überrascht worden, wie viele Fehler da geschossen worden sind. Philipp Horn aus dem IBU Cup rübergekommen für Roman Rees, der ja erkrankt zu Hause ist und hat sich hier gezeigt mit dieser 5. Position. Johannes Kühn direkt dahinter am 6. Da haben wir ihn groß im Bild. In 6 Rennen 4-mal schon unter den Top 10. Also alle sind sie in hervorragender Form. Und eines muss man auch betonen, im ersten Jahr ohne dieses Wachs mit Flur macht die technische Abteilung der Sebastian Hopf eine Top-Arbeit. Die Jungs sind unbezahlbar, denn mit schlechtem Material kann man einfach keine guten Ergebnisse erzielen. Es ist sensationell, was hier geleistet wird. Und ein Glückwunsch an die ganze Crew, die da im Hintergrund arbeitet. Felix Bitterling, der Sportdirektor, hat hier ein großartiges Team auf die Beine gestellt. Insgesamt die 60 Starter in 2:46 unterwegs. Die ersten 8 innerhalb von einer Minute. Ich habe es erwähnt, nach Johannes Kühn, Martin Ponsiluoma, der lange Schwede mit der 2. Laufzeit im Sprint. Dahinter dann Petofio Maillet mit seiner Saisonbestleistung mit diesem 8. Rang. Der Olympiasieger von Peking. Und da haben wir die beiden vorne. Und Johannes Tinius Bö ist dran. Ja, es war zu erwarten. Die Taktik muss so sein. Johannes Tinius Bö ist eigentlich der, der die erste Runde immer am schnellsten läuft vom gesamten Teilnehmerfeld. Da will er schon die anderen unter Druck setzen. Und hier war es klar, dass er schnell hinlaufen wird. Benedikt Doll wird es ziemlich egal sein. Der hat seinen eigenen Rennplan und muss den umsetzen. Eine Reaktion auf das, was Johannes Tinius Bö macht, ist nicht gut. Er soll sein Ding durchziehen und am Ende wird man sehen, was dabei rauskommt. Tarje Bö im Übrigen im gelben Trikot nach wie vor. 1:16 zurück, aber auch in der richtig guten Form. Das rote Trikot werden sie nicht finden. Das würde Sebastian Samuelsson aus Schweden tragen, der aber nicht dabei ist. Sprint abgesagt, somit auch keine Chance hier. Eventuell morgen eine Option im Massenstart. Da haben wir Martin Ponsiluoma, der sich richtig nochmal gesteigert hat. Allerdings gestern eben im Sprint mit 3 Fehlern dann keine Chance aufs Podium hatte. Aber ich habe es erwähnt, eben mit einer schnellen Laufzeit. Und er hier mit der 9 hat gestern alle überrascht. Sicher auch Rico Groß. Alles getroffen, der Slowene Lovro Planko. Erste Top 10 in seiner Karriere, in der noch jungen, für den 22-Jährigen. Und der Fanclub ist angereist. Ja, für Benedikt Doll ist es in diesem Jahr der am nächsten liegende Weltcuport, sind 230 Kilometer bis Freiburg von hier, gut 400 bis Ruppolding. Also sind viele, viele Fans auch rübergekommen, um am Wochenende hier seine Rennen zu verfolgen. Jens Filbrich, den wir da wieder verkabelt haben, an dieser Position da steht. Und Johannes Tinius Bö lässt sich hier schön ziehen von Benedikt Doll. Ja, der kann sich hier ein paar Körner sparen. Der kann hier auch den Schritt aufnehmen. Das ist ganz gut. Wenn man den Schritt des Vordermanns mit aufnimmt, da spart man sich tatsächlich etwas an Kraft. Und er ist natürlich unnachahmlich dann im Stehendanschlag. Das haben wir ja vorhin schon angesprochen. Zumindest. Und da bin ich echt gespannt, ob da Benedikt Doll dagegenhalten kann. Komm schon, hopp, auf geht's, hopp. Na, Philipp Navrat. Und dahinter mit der 5 Philipp Horn, gefolgt von Sturla Holm-Lagreit. Die beiden ja zeitgleich 4. gewesen im Sprint. Und dahinter Johannes Kühn. Auch Philipp Navrat wirklich in der bestechenden Form in diesem Trimester zu Beginn dieser Saison.
erfolgreich, die deutsche Mannschaft, wie selten. 8 Podestplätze schon insgesamt, wenn man die Staffeln dazu nimmt. Da waren sie 2-mal Dritte, aber eben auch schon 3 Siege. Und das durch 3 Athleten, durch Roman Rees, Philipp Navrat und Benedikt Doll, zeigt die ganze Stärke dieser Mannschaft. Und dann kommt eben hier zu sehen Philipp Horn. Da haben wir die beiden noch vorne dran und Philipp Horn eben aus dem IBU Cup mit super Laufzeiten und bringt das hier auch rein in den Weltcup. So, jetzt geht's hin. Erstes Schießen, liegender Anschlag. Das Duell der beiden da ganz vorne. Bin gespannt, die Belastung für Johannes Tinius-Bö müsste eigentlich niedriger sein wie sonst in seinen herkömmlichen Einzelrennen, Sprintrennen. Ja, ja. Ob er damit zurechtkommt. Benedikt Doll wird sein Tempo gelaufen sein, das ihm ermöglicht, jetzt fehlerfrei zu schießen. Wind war heute immer ein ganz ein leichtes Thema. Links nach rechts war es meistens. Da müssen die Athleten aufpassen. Macht aber nur 2 bis 3 Rasten aus. Also man muss achtsam sein, aber es ist nicht unmöglich, hier gut zu schießen. Also Benedikt Doll muss abbiegen in die Runde und Johannes Tinius-Bö nutzt das und zieht vorbei am Deutschen, geht hier in Führung schon nach dem ersten Schießen im liegenden Anschlag. Und dann sind wir bei den übrigen Deutschen. Philipp Navrat, Philipp Horn und Johannes Kühn. Auch Navrat muss in die Runde. Lagrad ist der Nächste, der alles trifft. Jetzt auch Johannes Kühn. Ah, und jetzt Philipp Horn, auch der muss abbiegen. Richtig bitter. Gestern haben sie überragend ja geschossen. Johannes Tinius-Bö 17,7 Sekunden vor Benedikt Doll nach diesem ersten Schießen raus. Dann Sturlaholm Lagerheit an 3. Johannes Kühn an 4. 33,2 Sekunden zurück. Justus Strelo eingeblendet. Hier haben wir ihn groß im Bild. Ja, und auch er schafft hier die 5 Treffer. Da haben wir Tarjebö im gelben Trikot. Im direkten Wettstreit mit seinem Bruder heute um dieses Trikot. 13 Punkte trennen die beiden. Also, Doll nach wie vor an Position 2 vor Lagreit. Dann Kühn, dann Navrat, dann Horn. Die 4 nach wie vor unter den Top 6. Aber Johannes Tinius-Bö hat jetzt einen kleinen Vorteil. Und hier der Fehler rechts tief von Philipp Navrat. Insgesamt das Trefferbild rechts. Also der leichte Hauch von links nach rechts war zu spüren. Die werden jetzt dann von Jens Philbrich Bescheid bekommen, wie denn die Trefferbildlage war, ob denn zu justieren ist oder was zu unternehmen ist, um beim nächsten Mal fehlerfrei zu bleiben. Ja, und diese ersten Positionen jetzt zunächst also auseinandergezogen. Johannes Tinius-Bö, Benedikt Doll alleine unterwegs. Dann Lagreit direkt dahinter Kühn und dann mit einem Abstand von 13 Sekunden Philipp Navrat. Und es war ja noch David Zobel mit dabei und ist als 39. rausgegangen. Aus dem Start fehlerfrei ist David Zobel geblieben, konnte sich dadurch ein paar Plätze nach vorne arbeiten. Ja, und er kämpft um die Teilnahme morgen am Massenstart. 26. im Weltcup. Einen Platz braucht er dann noch. Die besten 25 und die Punktbesten aus den beiden Rennen, Sprint und Verfolgung, nehmen morgen an diesem Massenstart teil. Zum Abschluss 3 Tage, 3 Rennen. 37,5 Rennkilometer. Sturlaholm Lagreit, gefolgt von Johannes Kühn. Und Johannes Tinius-Bö legt hier richtig los, hat 10 Sekunden schon nach dem Schießen jetzt gut gemacht auf Lagreit, auf Johannes Kühn. Also der ist jetzt richtig on fire hier und will zeigen, dass er der Beste ist. Ja, das ist ja ein bisschen anders, als die Taktik geplant war, der Situation geschuldet. Er hat den Vorteil gesehen und drückt natürlich aufs Tempo und setzt all die Folgenden da mehr und mehr unter Druck.
Ja, schöne Bilder heute. Das Wetter klar spielt mit. Aber sind jetzt doch auch ein paar Tausend hier rausgekommen an dieses kleine, kompakte Stadion in Lenzerheide. Und er kann sein Rennen, und das ist das, was er am liebsten mag, von vorne gestalten. Wir haben es gehört, so ein bisschen Unsicherheit mit der Höhe war gestern drin. Aber wie Siegfried Massé gesagt hat, so am zweiten Tag geht es dann immer schon ein bisschen besser. Und er fühlt sich offenbar gut, so gut, dass er hier eben Tempo machen kann. Und da hinten können wir Benedikt Doll erkennen. Und auch sein Vorsprung auf den Drittplatzseiten. Denk an den Rhythmus. Sehr groß. 25 nach vorne und über die Übergänge gehen. Komm. Ja, die Übergänge mitnehmen, das ist das, was auch Laura Dahlmeier uns laufend sagt. Da oben müssen Sie Geschwindigkeit mitnehmen. 40 nach vorne, komm. Ja, das die. Ja, ist mal nach vorne gegangen. Die beiden hier lösen sich ab. Lass sie nicht aus den Augen. Und Johannes Kühn dahinter, Sturla Holmlagreit, Philipp Navrat hängt ein Stück weit hinten dran. Aber auch noch in Reichweite. Doll jetzt 31 Sekunden. Ja, da hat Johannes Tinnisbö 14 Sekunden knapp gut gemacht. Einfach mitlaufen, locker bleiben. Boah, das ist jede Menge auf diesen 2,5 Kilometer Runden. Komm, Philipp, hopp. So, Kühn also auf 3, Lagreit an 4 und dann Philipp Navrat, 53,2 Sekunden. Also 7 Sekunden verloren gegen Johannes Tinnisbø. Und die nächste Gruppe hier, angeführt von Johannes Dahl, Xievdal. Ein schneller Mann. Mit der 16 dann Vetlesjaustad Christiansen. So ein Norweger Paket, das da gestartet ist, an 14 mit Tarjebø. Dann Dorle und Christiansen. Und da haben wir Tarjebø groß im Bild. Und dann kommt er rein, Johannes Tinnisbø. Zweites Schießen, noch einmal liegender Anschlag. Und die Windfahnen hängen schlaff nach unten. Ganz leichte Bewegung an verschiedenen Ständen. Da kann man auch schön sehen, dass es am Schießstand nicht überall gleiche Windverhältnisse hat. Da muss man eben jeden Stand für sich extra einschätzen, wenn man hier ranläuft. So, jetzt hat er sich auch einen roten Punkt eingehandelt und muss in die Runde. Kann jetzt umgekehrt Benedikt Doll davon profitieren. Johannes Kühn golft ein. Hinten auch Philipp Navrat. Ah, auch er beginnt hier, allerdings schon mit einem Fehler, Benedikt Doll. Und das ist jetzt schon bitter. Zwei Runden kommen da nach oben drauf. Das heißt, Johannes Tinnisbø zieht noch einmal weiter weg. Der ist jetzt zunächst einmal kaum erreichbar für die, die hier noch liegen. Ja, Kühn und Lagreit bleiben zusammen. Und was macht Philipp Navrat? Der folgt Benedikt Doll in die Runde. 150 extra Meter. Philipp Horn ist da. Neben den Norwegern. So, komm, und jetzt der Letzte, der geht jetzt. Ja, sehr gut. Er kommt durch. Also Johannes Tinnisbø, jetzt ist es schon quasi eine Strafrunde, sein Vorsprung, 23,3 Sekunden. Johannes Kühn eben mit ihm rausgegangen, halbe Sekunde dahinter. Und Justus Strelo, der hier auch alle 5 Scheiben getroffen hat. Dessen junge Slowene muss da jetzt abbiegen in die Runde. Endre Strömsheim, weiterer Norweger mit 5 Treffern. Also Johannes Tinnisbø vor Sturla Holmlagreit, die beiden Norweger jetzt vorne weg. Aber Johannes Kühn ist mit dabei. Dann Dorles Xievdal, 42,6 Sekunden dahinter. Horn, Doll und Navrat auf den Plätzen 5 bis 7. Und David Zobel am Schießstand zur Erinnerung beim ersten Mal fehlerfrei geblieben.
Ja, muss in die Runde, der David Zobel. Also für Benedikt Doll bitter dieses Schießen heute im liegenden Anschlag. Drei Fehler. Und Johannes Kühn hat das bisherhin perfekt gemacht. Er ist ja ein sehr, sehr guter Liegenschütze. Fehlerfrei bis hierhin. Und gestern hat er auch im stehenden Anschlag überzeugt, indem er da alle fünf Scheiben treffen konnte. Und er hier jetzt allein auf weiter Flur wird natürlich informiert über die Rückstände, Johannes Tinjesbø. Und das war ja eigentlich der Punkt, an dem sie entscheiden wollten, wie es dann weitergeht. Jetzt hat er sich schon diesen Vorsprung hier erarbeitet. Ah, schauen, wie sie beide beißen. Johannes Kühn und Sturla Halm-Lagreit kämpfen hier. Die Gesichtszüge sehr angestrengt. Ja, und da haben wir einen, der wirklich läuferisch auch sehr überzeugt den Schritt gemacht hat in diesem Jahr. Johannes Dahles, TF Dahl, Philipp Horn, Benedikt Doll, 56,9 Sekunden. Also nochmal 9 Sekunden verloren gegenüber Johannes Tinjesbø. Er ist der 10. Athlet, der nicht aus Deutschland oder Norwegen kommt. Hier Vionnat aus Italien. Für Strelo haben wir da gesehen, durch die Zeitnahme kommen dann Rang 11. Und für Johannes Tinjesbø, Kollegen haben mal schnell gerechnet im Hintergrund, hätte jetzt auch das gelbe Trikot von seinem Bruder übernommen. Stand jetzt. Ja, Tinjesbø hatte zwei Fehler geschossen und ist damit zurückgefallen auf Rang 21 im Augenblick. Und für einen Sieg würde Johannes Tinjesbø ja hier 90 Punkte erhalten. Ich habe es gesagt, 13 Punkte hinter Tinjesbø geführt in der Gesamtwertung. Das ist schon einmalig, wie er hier hochläuft in dieser 1-1er-Technik. Wie er schön gleitet, wie er eben seinen ganzen Körperbau optimal nutzen kann. Sehr stark. Super Rennen! Denk an dein Stehenschießen, das kriegst du hin, komm! Ja, und da sind sich alle Spezialisten einig. Auch die Konkurrenz, auch die stärksten Läufer im Feld sagen, der hat einfach die Voraussetzungen, die besten, die man haben kann für diesen Sport, der Johannes Tinjesbø. Und hier das Duo in der Verfolgung, jetzt wieder Johannes Kühn vorne. Jawohl, 50 nach vorne, arbeitet zusammen, Jungs, komm, auf geht's. Und Rhythmus, Rhythmus, Jungs, komm, auf, Benni, auf. Und Johannes Dahles, Kievdal hat die beiden da im Blick. Und in der Gruppe hinten dran Benedikt Doll und Philipp Horn. Den galt der Zuruf da von Jens Filbrich eben. Da haben wir die beiden in der Gruppe. Philipp Navrat mit dabei. Die 5, die 3, die 1. Das sind die drei Deutschen. Und dazwischen mit der 16 Wettlesjahrstar Christiansen. Ja, da kann sich Benedikt Doll jetzt tatsächlich auch etwas verstecken. Die letzten beiden Schießen, das haben wir ja gelernt, die sind entscheidend für den Rennausgang. Da ist noch alles und vieles drin. Martin Ponsiloma haben wir da kurz durchhuschen sehen. Rang 13 mit zwei Fehlern. Auch Fio Maillet zwei Fehler auf Rang 14 von 8. Auf 14 also zurückgefallen. Niklas Hartweg mit der 11. Und dann ist er schon wieder zurück. Johannes Tinjesbø, der ja die Verfolgung in Hochfilzen gewonnen hatte. Als 5 Norweger unter den besten 5 waren. Also ein ähnliches Ergebnis, wie die deutsche Mannschaft das gestern geschafft hat im Sprint. Ja, und Johanna Puff hat hier lachen, gut lachen. Kann hier den Besten der Welt direkt und hautnah über die Schulter schauen. Und sieht jetzt vielleicht eine Schnellfeuereinlage von Johannes Tinjesbø. Schnell geschossen hat er, aber nicht so sicher. Jetzt muss er da und sputet sich da natürlich. Gleich zweimal in die Runde. Das ist eure Chance. Das wäre die Chance, um aufzuschließen.
könnte sogar ein kleiner Vorsprung rauskommen. Es waren 34 Sekunden Rückstand beim Schießstand-Eingang. Aber sie müssen fehlerfrei bleiben. Ja, so ist das. Mach's doch einmal wie gestern. Ach, jetzt auch Johannes Kühn mit zwei Fehlern. Drei Norweger da hinten dran. Horn ist da, Navrat. Auch Dahle muss in die Runde. Ah, Strömsheim braucht lange. Philipp Horn, Navrat, alle lassen sich hier Scheiben stehen. Benedikt Doll wieder zwei. Also ein ganz anderes Bild am Schießstand als gestern, als wir hier diese Basis gelegt haben für dieses fantastische Mannschaftsergebnis. Aber jetzt geht's dahin, jetzt tummeln sie sich in der Strafrunde. Ja, und das Imperium schlägt zurück. Drei Norweger jetzt vorne. Definitiv. Vier. Christiansen auch noch mit hinten dran jetzt. Lagerheit vor Johannes Dinis Bö, aber es sind nur 3,9 Sekunden. Dann Strömsheim, dann Christiansen. Philipp Horn hier sehen wir rechts und links Philipp Navrat. Und die eine schwarze Scheibe, die wird hier rausgearbeitet. Johannes Kühn hinter Philipp Horn auf Position 6. Horn 37,5 Sekunden der Rückstand. Johannes Kühn auf 6, 44 Sekunden hinten dran. Tarje Bö jetzt alles getroffen. Und der Slowene Planko, der muss jetzt hier zweimal in die Runde. Also momentan vom Podest gestürzt die deutsche Mannschaft. Auf 5, auf 6, Navrat auf 11, Strelo auf 13. Der hat insgesamt 5 Plätze gut machen können vom Start weg. Horn und Kühn halten ihre Platzierungen vom Beginn. Und mit der 39, da haben wir David Zobel. Ja, gestern 39. Jahr im Sprint, dem fehlt noch eine halbe Norm, die ja Philipp Horn gestern gleich mit seinem vierten Rang, dem geteilten, erledigt hat. Also da wird man gespannt sein, wie die Mannschaftsführung da in Hinblick auf Oberhof reagiert, dann wenn Roman Rees wieder mit dabei sein wird. Und hier Sturlaholm Lagerheit, Johannes Tindesbö, also die beiden, die da vorne wegmarschieren. An drei dann Endre Strömsheim, der sich festgebissen hat in der norwegischen Mannschaft. Als Gesamtsieger des IBU-Cups ja mit persönlichem Startrecht an den ersten beiden Weltcuporten. Aber eben mit überzeugenden Leistungen ist er nach wie vor mit dabei. Unter den Top Ten, neunter ist er im Gesamtweltcup. Letztes Jahr startet Christiansen. Also momentan sieht es so ein wenig aus, wie es in Hochfilzen war. Die Norweger vorneweg, Horn an 5, Kühn an 7. Ein Schießen bleibt noch, um vielleicht doch noch aufs Podest springen zu können. Aber der Abstand von Horn auf Strömsheim sind 24 Sekunden. Also das ist so eine Strafrunde. Das ist eine Strafrunde. Und es sind bisher nur 3 Athleten fehlerfrei geblieben. Also das zeigt schon, dass es hier schwierig ist zu schießen. Die Anstrengung ist hoch, die Belastung durch die Höhe vielleicht auch. Also die Bedingungen sind gut, aber die Strecke, die Höhe und die Dauer der vielen oder die Anzahl der vielen Rennen, die sie alle in den Beinen haben, die fordern halt jetzt ihren Tribut auch am Schießstand. Ja, das vierte Wochenende für die Athleten. Gestern der harte Sprint. Dann eben heute diese Verfolgung hinten drauf, wo es ja richtig von Beginn an zur Sache ging. Ja, und da versucht Johannes Tinesbø wieder den Schritt aufzunehmen von Lagerheit. Will sich jetzt in dieser Runde wahrscheinlich so vorbereiten, dass er eben schnell schießen kann. Denn läuferisch auf der letzten hat nur eine Chance hier vorne. Das ist Dahle. Johannes Dahle, der ist natürlich extrem stark auf der letzten Runde. Der kann Paroli halten. Der Souverän des Vorjahres, Johannes Dinis Bø, mit dem Dauerzweiten, Sturlaholm Lagreit. Ja, schaut da mal kurz über die Schulter, Johannes Dinis Bø. Ja, macht fast den Eindruck in der Perspektive, dass Johannes Dahle da rankommen kann. Mit Ruhe und Konzentration und mit Lockerheit schießen.
Ganz sauber schießen. Fokus, hopp. So, Tarje Bö, na, mit der 15, Johannes da alles Gelb da, da haben wir ihn. Geht jetzt da vorbei. Ruhig schießen. Konzentration. Hopp, komm. An Philipp Horn und Johannes Kühn. Rückstand nach dem Schießen war 45 Sekunden von Dohle. Ja, wie der da vorbeigeht. In der 1-1er-Technik war deutlich zu sehen. Ja, wenn es so läuft, dann nicht mit Gewalt versuchen dran zu bleiben. Und jetzt kommen die beiden Führenden an dieser Abfahrt kurz vor dem Schießstand an. Der dann die Entscheidung bringen wird, das vierte Schießen nochmal im stehenden Anschlag. Diese letzte Kurve, wo wir den einen oder anderen Hakler schon gesehen haben in diesen Tagen, weil sie da doch mit einer ordentlichen Geschwindigkeit ankommen. Ja. Und da hinten Strömsheim. Ja. Der hat hier nochmal aufgeholt. Es waren 13,3 Sekunden nach dem Schießen. Und jetzt ist er praktisch dran am Schießstand. Eingang wird er die fast aufgeholt haben. Ja, hat auch gestern im Sprint die fünfte Laufzeit. Oh, richtig stark. Endres drin sein. Im Augenblick 5 Norweger in Führung. Also, wer geht hier raus als Erster? Oder gehen sie alle drei oder zu zweit? Was ist mit Strömsheim da vorne? Der musste die Ski ausziehen, Magazin verloren wahrscheinlich. Das ist natürlich bitter in dieser Rennsituation. Lagrei patzt, Johannes Tinjesbø geht hier als Führender raus. Strömsheim und Christiansen schauen sich hier an, der eine Linksschütze, der andere Rechtsschütze. Christiansen verfehlt zwei Scheiben zu Beginn, Strömsheim muss in die Runde. Also Johannes Tinjesbø, der zieht hier seinem nächsten Weltcupsieg entgegen. Und wir schauen auf Philipp Horn, auch Johannes Kühn ist da. Jetzt braucht es ein schnelles, ein sicheres Schießen. Aber auch die beiden kommen nicht durch. Müssen in die Runde, Johannes Kühn sogar gleich zweimal. Ponziljoma, fehlerfrei. Ja. Der springt jetzt noch nach vorne. Navrat mit zwei Fehlern. Damit auch raus. Justus Strelo. Der schafft hier die 5 Ziele. Und Ponziloma auf die 4. Position gesprungen. Zwischenzeitlich mal an Rang 13 der lange Schwede. Und jetzt also weit nach vorne gekommen. Und Benedikt Doll ganz anders, als es gestern war. Also heute keine Einlage ohne Fehler für Benedikt Doll. Noch einmal muss er in der Strafrunde. Das ist bitter. 7 Fehler insgesamt, ja. Das ist natürlich indiskutabel für ihn. Da ärgert er sich natürlich am meisten. Auch Philipp Navrat mit 7 Fehler. Philipp Horn noch der Beste mit 3. Oder Justus Strelo insgesamt 1. Das ist natürlich ein gutes Ergebnis für Justus. Ja, damit momentan bester Deutscher von 18 auf 6 nach vorne gegangen. Justus Strelo, ganz, ganz starkes Rennen. So ein bisschen im Schatten der anderen, die da vorne weg und mitliefen. Ah, dahinter, nicht weiter hinter eben Johannes Dolle. Ja, ja. Der wird die beiden schon noch stehen lassen. Das, da muss man kein Prophet sein. Hier eine Überrundung. Also Johannes Tinjesbø, der geht hier jetzt gleich an diesem Athleten vorbei. Ist hier deutlich in Führung. Da nochmal die Szene mit Endres Strömsheim. Hat das Magazin, das er da verloren hat, aus dem Schnee geholt. Kostet ihn natürlich unheimlich viel Zeit. Trotzdem ist er nach wie vor auf dem 3. Rang. Also vorne leicht verändertes Bild. Johannes Tinjesbø vor Lagreit und Strömsheim. 3 Norweger also vorne. Dann Ponziloma, der Schwede, der sich da reingeschoben hat. Dann Fion Maillet. Könnte das beste Saisonergebnis werden. 8 Sekunden vor Strelo.
Und dann Philipp Horn direkt hinter Strelo an Position 7. Kühn an 14. Doll auf 17 zurückgefallen. Auch Philipp Navrat auf 18. Weit, weit nach hinten gerutscht. David Zobel beim letzten Schießen nochmal einen Fehler. Insgesamt 3. Sind wir auch gespannt, ob es unter die ersten 30 noch reicht. Ja. Aber eine klare Sache hier für Johannes Dinjes Bö. Und Tarje Bö wird das gelbe Leibchen abgeben müssen an seinen Bruder. Und schau, wie Dolle hier auftrumpft. Hat Horn und Strelo links liegen lassen sozusagen. Ist ganz weit nach vorne schon. Ja, Christian Mehringer da unten im Bild zu erkennen, der hier draußen steht und die Zeiten übermittelt. Johannes Dinjes Bö. Also leicht schwankend, so ganz ist er nicht da, wo er im vergangenen Jahr war. Waren ja alle gespannt. Schwächeres Jahr, nachdem das erste Kind zur Welt gekommen ist, jetzt zum zweiten Mal Papa geworden. Viel alleine trainiert. Deshalb nicht der Souverän wie im Vorjahr, aber heute macht er hier ein richtig gutes Rennen. Hat allerdings auch sich 3 Fehler geleistet, aber läuferisch eben dominierend. Ja, und insgesamt hat überhaupt niemand fehlerfrei geschossen. Also 1 ist dieses Mal das beste Schießergebnis. 1 Fehler von Lagreit, zum Beispiel von Justus Strelo, von Niklas Hartwig. Also das war heute wirklich eine schwierige Aufgabe am Schießstand für das gesamte Teilnehmerfeld. So, Andres Grümsheim, den wir da sehen, also auf dem Podest heute, wäre das erste für ihn überhaupt. Und dann haben wir Philipp Horn, für den sich das hier richtig gelohnt hat. Morgen klar mit dabei im Massenstart. Viele Punkte eingesammelt in den beiden Rennen. Mit dem 4. Rang gestern hier als 7. unterwegs gewesen. Mal schauen, wo es am Ende hingeht, ob er den Platz halten kann. Dolle war ja dahinter, ist schon vorbei. Also ist Horn schon 8. Und da kommt Johannes Kühn mit mächtigen Schritten, fliegt er jetzt an Justus Strelo vorbei. Und da ist sein Ziel, Johannes Dinjes Bö, gefeiert. 2. Sieg in dieser Saison für ihn, wieder in einer Verfolgung. Aber Benedikt Doll hat es ihm leicht gemacht. Und da die Gratulation von Sverre Reuseland an Siegfried Massé. Das war heute der Wettstreit zwischen Deutschland und Norwegen. Und den haben die Norweger für sich entschieden. Und Strömsheim hat am Ende sogar noch einen Platz gut gemacht. Und schauen Sie, wie der sich freut. Hat Sturlaholm Lagreit noch abgefangen auf den letzten Metern in diesem Rennen. Erstes Podest der Karriere. Ein weiterer richtig guter Norweger, der hier mit unterwegs ist. Gratulation auch an Ponsiluoma. Nicht für sein Schießen, für die 3 Fehler. Aber am Ende diesen 4. Rang, wo er doch zwischenzeitlich weit zurücklag. Dolle Skjevdal, auch der 3 Fehler. Und das sind alles hier die Top-Athleten, auch wie Omaier. Gute Schützen allesamt. Philipp Horn am Ende eben ein weiterer herausragender Platz für ihn. Bester Deutscher heute auf diesem 7. Rang. Tarje Bö. 8. Johannes Kühn, Justus Strelo auf 9 und 10. Also 3 Deutsche unter den besten 10. Das ist ein sehr ordentliches Mannschaftsergebnis. Aber die mit den Voraussetzungen von heute, die sie da vorne mitgemischt haben gestern, ist das natürlich eine kleine Enttäuschung, ist doch klar. Da werden sie sich ärgern und genervt sein. So, Christiansen an 14, Jacquelin 15. Emilien Jacquelin, der ja hier als 36. ins Rennen gegangen ist, also 21 Plätze hat gut machen können. Und dann ist auch Benedikt Doll im Ziel, am Ende ein 17. Rang. Philipp Navrat direkt dahinter. Dann Giacomel, der Italiener, im blauen Trikot. Punktbesten unter 25 Jahre. Ja, du hast es gesagt, ich
denke, die sind heute zu leichtfertig mit dieser hervorragenden Ausgangssituation umgegangen. Es ist nicht normal, dass man 7 Fehler schießt. Nicht ein Philipp Navrat und auch nicht ein Benedikt Doll. Das war eben schlecht. Horn mit 3, Kühn mit 4, David Zobel mit 3, das kann man erwarten. Sehr gut geschossen hat eben Justus Strelo, der in der Verfolgungszeit heute der 7. gewesen wäre, in der isolierten Zeit heute. Strömsheim, da der Schnellste. Und dann kommt David Zobel hier ins Ziel, als 39. gestartet, als 31. am Ende im Ziel. Auch er mit 3 Fehlern, großer Rückstand, 2 Minuten, 52,8 Sekunden. Also, Johannes Tinjesbø hat das Ganze hier dann doch in dem ersten Teil des Rennens, ja, die Spannung ein wenig rausgenommen, zumindest was den Sieg angeht. Und die deutsche Mannschaft hatte heute am Schießstand nicht die Leistung abrufen können, die sie gestern hatten.